Der Weg zu deiner inneren Heimat. Wenn du bisher die Schritte in den Übungen 1 bis 10 erfolgreich geschafft hast, wirst du jetzt wissen, dass es keine Wirkung ohne Ursache gibt. Das befähigt dich, deine Vorstellungen und Pläne exakt zu formulieren und zu gestalten, weil du die richtigen Ursachen setzt. Wenn du damit Erfolg hast, dann weißt du jetzt auch, weshalb. Ein Mensch, dem das Gesetz von Ursache und Wirkung unbekannt ist, wird weiterhin von Gedanken und Emotionen beherrscht sein. Er benutzt seine Denkfähigkeit dazu, um Ausflüchte und Rechtfertigungen zu finden. Scheitert er in verschiedenen Lebenslagen, so sagt er, das Glück hat ihn verlassen, oder es ist schlicht und einfach sein Schicksal. Sein Denken, dass er bei anderen Mitmenschen unbeliebt ist, dass er keinen Erfolg hat oder er sich ständig entschuldigen muss, ist reiner Selbstschutz. Menschen, die mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung vertraut sind, forschen nach der Ursache ihrer erschwerten Lebenssituationen und nehmen all die Verantwortung dafür auf sich. Das Ergebnis liegt auf der Hand. Die Welt lässt ihnen dafür alles an Ehre, Freundschaft, Anerkennung und Liebe zukommen, was sie zu bieten hat. Fülle ist das natürliche Gesetz, das jedem Menschen zusteht. Die Natur verschenkt sich in dieser Fülle und Pracht und zeigt uns ihren Reichtum und ihre Vielfalt in unzähligen Facetten. Dass diese Fülle jedem von uns zur Verfügung steht, ist selbstverständlich. Doch viele Menschen versäumen es, danach zu greifen. Sie haben noch nicht erkannt, dass die Quelle des Universums unerschöpflich ist. Aller Wohlstand entsteht aus der Macht des Geistes. In der 11. Übung lernst du, dein bisher eingeübtes Wissen anzuwenden. Wissen wendet sich nicht von selbst an. Du darfst in Aktion treten. Wohlstand fällt nicht aus heiterem Himmel in deinen Schoß. Er entspringt der bewussten Umsetzung des Gesetzes der Anziehung, verbunden mit der klaren Vorstellung, einen bestimmten Zweck zu befolgen. Dieser zweckgerichtete Wille sorgt dank Kraft der Umsetzung und den mit einwirkenden Gefühlen dafür, dass sich dein Wunsch schließlich erfüllt. Du wirst bemerken, wie sich die Umstände wie von selbst ergeben. Blicke für diese Übung an eine leere Wand. Ziehe im Geist eine schwarze, waagerechte Linie von ungefähr 15 cm Länge. Schau so lange auf diese Linie, bis du sie wie echt auf der Wand wahrnimmst. Im zweiten Schritt ziehst du zwei senkrechte schwarze Linien, welche die waagerechte Linie links und rechts begrenzen. Zeichne in deiner Vorstellung noch eine zweite waagerechte Linie, welche die zwei senkrechten verbindet. Jetzt hast du ein Quadrat. Versuche, dieses Quadrat so deutlich wie möglich zu sehen. Wenn du das geschafft hast, zeichne einen Kreis in das Quadrat ein und im Kreis malst du einen Punkt in die Mitte. Dann ziehe den Punkt so weit zu dir heran, bis du einen Kegel erkennen kannst.
Jetzt hast du einen Kegel auf einer quadratischen Fläche. Das hast du jetzt mit der Farbe Schwarz visualisiert. Probiere es nun mit einer Farbe deiner Wahl. Wenn dir diese Übung gelingt, hast du ausgezeichnete Fortschritte gemacht. Bald wirst du in der Lage sein, deinen Geist auf das zu konzentrieren, was dir wichtig ist. Nun wünsche ich dir weiterhin viel Erfolg auf der Reise in deine innere Heimat.